hier, oder? An dem. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Da müssen wir durch. Wo bin ich? Gute Frage. Ich oh nein. Keine Ahnung. Der Raum wird ja geflutet. Ja. Ups. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Weiß ich nicht, aber ich bin froh, dass es so ist gerade. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Davon ist auszugehen? Jawohl. Wo bin ich hier? Absolut keine Ahnung. Ist das Wasser hier? Ja, ist Wasser. Aber nicht sehr tief. Sein? Ja. Kann. Ganz offenbar. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Ja, nicht sehr befriedigend, die Antwort, aber naja. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na dann, bringen wir mal das Buch hierher. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okay, deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal 1 Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Okay, ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Wow, 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 okay. Zaubersprüche. Kaufe Talente mit verdienten Talentpunkten, um neue Fähigkeiten freizuschalten. So, Incendio-Beherrschung. Der Einsatz von Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer um dich herum.
Akio. Gegner in der Nähe eines mit Akio beschworenen Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Und Levioso. Gegner in der Nähe eines Levioso levitierten Ziels werden ebenfalls levitiert. Okay. Dunklen Künste. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Und hier haben wir das gleiche mit. Wenn einem Ziel, verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Okay. Haupttalente. Boah, man, das überfordert gerade so ein bisschen, ne? Basis-Zaubertreffer reduzieren die Ablenkzeit von Zaubersprüchen. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Perfekte Protego-Zauber sogar noch mehr. Okay, halte Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Okay. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Nutze die dritte Maustaste, ne? So wie ich jetzt richtig sehe, um zwischen freigeschalteten Zaubersets zu scrollen oder wechsle Sets mit den F-Tasten. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Okay, der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Okay, ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Schleichen. Du kannst sprinten, während du Desillusionierung einsetzt. Okay, Gegner können dich schlechter entdecken. Raum der Wünsche haben wir noch gar nicht freigeschaltet, aber okay. Eduros-Drang-Stärke. Der Eduros-Drang macht dich unverwundbar und reflektierte Projektile auf Gegner zurück. Okay. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Okay. Interessant. Ich habe jetzt nichts ausgegeben gerade, ne? Sollte man vielleicht machen. Talente haben wir jetzt hier freigeschaltet. Ich gucke jetzt mal, was haben wir hier? Herausforderungen. Haben wir da jetzt noch was freigeschaltet? Hier, ne? Nee. 4 von 10. Abgeschlossen. Das haben wir. Okay. Das haben wir. Die habe ich alle noch nicht abgeholt. Doch, die haben wir. Okay. Erkundung. Da haben wir nichts. Handbuchseiten. Haben wir auch noch nichts. Okay, Raum der Wünsche gibt es noch nicht. Okay. Sammlungen. Das sind die ganzen Gegnertypen. Den Karium-Beschützer, das war der ganz am Ende, ne? Den wir jetzt gerade auch entwaffnet haben, oder? Die alte Magie, die diese Wächter belebt, konzentriert sich in ihren Waffen. Ohne ihre Waffen sind sie daher verwundbarer. Ah ja, das haben wir ja ganz geschickt gelöst dann. Wenn du einem Denkarium-Wächter nach der Entwaffnung mit einem mächtigen Angriff triffst, fällt er auf die Knie und ist kurzzeitig anfällig für weitere Angriffe, bevor er wieder die Kraft hatte, um seine Waffe zu beschwören. Gut, haben wir spontan ganz gut gelöst. Sehr, sehr schön. Gut. Okay, so, dann gucken wir mal nach den Talenten. 9 verfügbare Talentpunkte haben wir zur Verfügung. Die können wir alle noch gar nicht hier. Depulso, Defindo, Confringo. Nee, keine Ahnung. Die haben wir alle noch gar nicht gelernt, ne? Dunklen Künste. Fluch haben wir auch noch, keinen einzigen, ne? Avada Kedavra, ja, das ist keine Ahnung. Wie man den lernen, weil das ist ja, sag mal, kein offizieller Zauberspruch, den man jetzt von der Schule lernt. Den muss man bestimmt über irgendeine Quest uns dann selbst beibringen, so würde ich vermuten. Ja, ich bin überfordert gerade. Obwohl es ja gar nicht so viele gibt, wo jetzt gerade Sinn machen. Ich gehe mal gerade durch. 9 Punkte haben wir.
Incendio kann man ja mal machen. Zack. So. Haupttalente können wir auch nochmal schauen. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Machen wir das mal. Protego machen wir auch mal. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Okay. Flink. Zauberwesen. Ich mache ja einmal das, würde ich mal machen. Bessere Heilwirkung kann auch nicht schaden. So. Schleichen, weiß ich gar nicht. Schleichen? Brauchen wir Schleichen? Gegner können die schlechter entdecken. Ich lasse das mal so, ne? Ich lasse das einfach mal so. Ich bin im Moment noch nicht ganz sicher, was gut ist. So, das können wir noch nicht anlegen. Das haben wir noch... Und da haben wir die Stufe noch nicht dazu. Welche brauchen wir denn? 14 wahrscheinlich, ne? Oder, jawohl, wir sind 13, aber fast schon auf der 14. Also von daher im Moment alles gut. So, wir sollen das den Kartenraum verlassen. Dann machen wir das doch mal. Zack. Zack. So. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ja, ganz viele Fragen haben wir im Moment. Und uns wurde ja in Aussicht gestellt, dass die alle beantwortet werden. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, ob das wirklich so erleuchtend dann auch sein wird, wie ich mir jetzt gerade erhoffe. Huch, was war denn das für ein Blitz gerade? Wo auch immer mir gerade hingehen. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Ja. Schloss auf Stufe 1. Plus ein Talentpunkt. Juhu, dann können wir es auch gleich mal anlegen, was wir gefunden haben, ne? Dann machen wir das doch gleich mal, bevor ich es vergesse. Moment, was war denn das? Das war hier der Hut, ne? Der hier. Ach man, da gab es doch auch so, wie irgendeiner im Harry Potter-Universum hatte doch auch so ein Dings da auf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war denn das? Wer war denn das? Wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. ist das schön? Keine Ahnung. Ich lasse es mal an jetzt, aber wirklich überzeugend und schön finde ich es jetzt nicht. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Ja, machen wir. Wo zur Hölle bin ich denn gerade? Im Privé. Keller. Oder? Da haben wir eine Truhe. Mann! Ich habe vorhin irgendwie gelesen, man durch die Merlin-Aufträge kann man seine Tragkraft verbessern, erhöhen. Das sollte ich tatsächlich dringend machen, glaube ich. Genau, hier, Prüfungen Merlins. Das sollte ich tatsächlich machen, weil so ist das echt ätzend. So, da ist irgendwas durch die Gegend geflogen gerade. Da. Blub. Und da oben war auch irgendwas in diesem Fenster drin hier, ne? Moment, hier, ne? Da komme ich nicht hin, ne? Da komme ich nicht hin, da ist zu. Okay, hier haben wir Schloss Stufe 1, den Zauber kennen wir noch nicht.
den, ach Gott, wie hieß er denn? Der Schlüsselzauber da. Das. Wie hieß er denn? Ich wusste es mal, im Moment weiß ich es nicht mehr. Verdammt. Mann, wieder sowas, wo ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenke, wie der hieß. Mann, wie hieß der? Okay. Rebellion. Handbuchseite. Statue des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts, Draco Dormiens Nunquam Titalandus, bedeutet, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Da wäre ich mir in Hogwarts nicht so sicher, aber naja. Hallo. So, da ist doch bestimmt hier auch eine Handbuchseite. Nö, okay. Also diese Raytracing-Effekte sind schon geil, muss ich wirklich sagen. Also wie hier das Licht reinscheint, das ist schon atmosphärisch. Also in solchen Situationen, da machen die wirklich Sinn. Aschenurne, okay, diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen, hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Okay. Rebellion. Hallo. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir sind. So absolut gar keine Ahnung. Da haben wir wieder ein Gemälde. Ein dunkles Gemälde. Moment, ich mache hier mal. Ach, guck mal an, ich habe hier jetzt den zweiten. Kann ich denn hier? Ja, kann ich. Okay. Und ich kann mit dem Mausrad kann ich hier entsprechend wechseln. Sehr, sehr schön. Okay, keine Ahnung, wo das ist. Ich glaube, wir haben gerade Nacht, ne? Okay, hier ist der. Ist das der Innenhof? Das ist der Innenhof, genau. Okay. Ich weiß jetzt zumindest grob, wo wir sind. Okay. Ist das irgendein Klassenraum, oder? Rebellion. Da haben wir jetzt nochmal Schlossstufe 1. Also wir haben auf jeden Fall Nacht. Okay. Nee, da geht's hoch. Okay, warte mal. Ich gehe mal hier nach oben. Okay. Auch verschlossen. Wo sind wir denn hier? Was ist das für ein Flügel hier? Ups. Okay. Ich habe mich so hoffnungslos verlaufen gerade. Da geht's auch nochmal nach oben. Alter. Wir sind an irgendeinem Turm gerade. Was ist das? Bing. Ist das der große? Das ist doch der. Ist der Okay, das ist bestimmt ein Rätsel. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir sind. Uah, große Truhe. Und nichts mehr im Inventar frei. Ich krieg die Grete. Ich muss jetzt ganz, ganz dringend muss ich hier die Merlins Aufgaben machen, weil das mache ich nicht mehr lange mit hier. Das ist so nervig. Ich kann doch jetzt ständig Sachen hier zerstören. Ach so. Ich habe irgendwas eingesammelt. Was habe ich denn eingesammelt? Hier? Das hier? Nee. Keine Ahnung, was habe ich denn eingesammelt? Jedenfalls kann ich dann immer. Keine Ahnung, okay.
So, ich probiere mich gerade ein bisschen so. Wir haben, das sind die zwei großen Türme. Okay, ich weiß jetzt ungefähr, wo wir sind, zumindest. Betreten? What? What? Hä? Was war das jetzt? Okay. Mir gefällt der hier noch am besten. Trotzdem immer noch, aber der geht zur Not auch. Wir nehmen einfach mal mit. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Weihnachtsbaum? Okay. Raum der Wünsche wahrscheinlich, ne? So, hier können wir nicht mehr runter, ne? Hier muss ich jetzt wieder mit diesem Frosch da auf den anderen Turm, oder? Oder? Ja. Blub. Blub. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind die Details tatsächlich, die das Spiel hier so grandios machen, echt. So, hier war eine Tür. Zack. Dann gehen wir wieder nach unten. So, ich luke ganz kurz auf meine Aufnahmedauer. Die Folge ist tatsächlich auch schon wieder rum. Und ich würde einfach sagen... Ups. Die kann man noch nicht öffnen. Was ist das hier? Augendruhen? Nee, gell? Ich würde einfach sagen... Ich bin dann auch am Ende der Folge meiner Aufnahme und ich gehe jetzt mal hier einfach nach draußen. Da oben waren wir gerade. Und damit beende ich diese Folge und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitdabeisein hier in Hogwarts Legacy. Und wir gehen jetzt unsere normalen, es regnet, ich gehe mal rein, unsere normalen Tätigkeiten als Schüler nach, bevor wir dann später wieder zu diesem Raum, den wir hier entdeckt haben, zurückkehren mit dem Buch. Das ist der Plan und dann werden wir all die Antworten bekommen auf die Fragen, die gerade so in unserem Kopf umherschweben. Im wahrsten Sinne des Wortes im Hintergrund schwebt der Geist. An dieser Stelle vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.